Hallo, heute kommt nochmal ein Schwangerschaftsupdate für euch und zwar zum 9. Schwangerschaftsmonat, denn ich befinde mich aktuell im 10. Schwangerschaftsmonat, von daher berichte ich gern nochmal etwas über den vorherigen und das wird dann auch mein letztes Schwangerschaftsupdate-Video sein, denn ich werde über den 10. nicht mehr berichten, ich werde dann, wenn die Kleine da ist, ein Video hochladen, aber eben kein Schwangerschaftsupdate mehr machen. Ja, von daher erzähle ich euch jetzt noch was über den 9. Schwangerschaftsmonat und ich würde sagen, ich fange direkt an und viel Spaß. Fangen wir wieder damit an, was meine schöne App mir sagt. Dadurch, dass ich jetzt im 10. Schwangerschaftsmonat bin, sind es noch 4 Wochen zur Geburt, also beziehungsweise zum errechneten Termin. Man weiß ja nie, wann sie sich auf dem Weg machen. Und laut App hat das Baby im 9. Monat eine Größe oder die Größe einer Honigmelone und vom Gewicht 1900 bis 2600 Gramm und 43 bis 47 Zentimeter lang. Laut meinem letzten Arzttermin, das war der 3D-Ultraschall, soll unsere Kleine 2200 Gramm wiegen und um die 46, 47 cm lang sein. Der Termin war in der 36. Woche, also letzte Woche erst. Und ich glaube, der gute Arzt hat sich verrechnet, weil die Größe und Gewicht hatte er mir schon 3 Wochen vorher gesagt, also ungefähr. Es hat sich zumindest nicht so viel getan. Und ich glaube eher, dass wir so einen kleinen Wonneproppen bekommen. Von daher bin ich gespannt, was meine Frauenärztin die Woche sagt, wie groß und schwer die Kleine ist. Denn ich denke, die wird schon ein bisschen mehr auf die Waage bringen. Kommen wir zu den Daten, die mich betreffen. Zum einen die Gewichtszunahme liegt momentan so um die 10 Kilo. Meine Waage zu Hause spinnt ja so ein bisschen, von daher kann ich mich immer nur auf die Werte beim Frauenarzt beziehen. Und da war der letzte Stand halt um die 10 Kilo. Damit bin ich zufrieden. Wenn es jetzt mehr wird, oder es wird ja noch mehr werden, ist es so, ich bin da recht entspannt. Der Bauchumfang liegt bei 103 cm, also zum Ende hin des 9. Monats waren es 103 cm. Und ich habe noch keinen Schwangerschaftsstreifen. Und ich bin gespannt, ob das auch so bleibt. Denn auf den letzten Wochen kann es ja noch mal immer sein, dass da welche zukommen. Auch da bin ich entspannt, wenn es so sein sollte, dann ist es so, ich kann es ja dann nicht ändern. Dennoch creme ich jeden Tag oder fast jeden Tag. Einfach auch so fürs Pflegegefühl und was ich eigentlich noch eher tue, wo ich denke, das bringt vielleicht was, ist halt wirklich genügend trinken. Und das schaffe ich auch ganz gut, sodass ich auf jeden Fall immer täglich auf meine 2 Liter Wasser komme. Und ja, das sind meine Präventionsmaßnahmen gegen Schwangerschaftsstreifen. Der Bauchnabel ist auch nach wie vor drin, also er ist noch nicht irgendwie rausgeploppt oder irgendwas. Er ist halt einfach nur, ja, Bauchnabel kann man das ja auch nicht mehr richtig nennen. Ich meine, das zieht sich alles und dehnt sich alles und da ist halt einfach so keine Tiefe mehr drin. Also es ist halt einfach flach, aber es ist nicht rausgeploppt. Nächster Punkt, wie es nachts bei mir aussieht. Und ich muss sagen, es sieht nach wie vor super aus. Ich kann total gut schlafen, egal ob auf der Seite oder auf dem Rücken. Ich schlafe wie ein Stein. Ich wache vielleicht die Nacht 1 bis 2 Mal auf, um auf Toilette zu gehen, aber ich kann danach direkt wieder einschlafen und bin sehr dankbar dafür, dass ich vor der Geburt jetzt nochmal so gut schlafen kann und das nutze ich auch wirklich aus, denn ich weiß, dass das nach der Geburt sicherlich anders aussehen wird und von daher nutze ich jetzt noch jede Stunde Schlaf, die ich bekommen kann. Gelüste und Essen. Ich habe keine speziellen Gelüste momentan. Oder auch im 9. Monat gehabt. Also ist alles eher so durcheinander oder mal von dem und mal von dem. Süßes, Schokolade geht nach wie vor immer. Am Ende des 9. Monats, wo auch langsam jetzt schon so Lebkuchen, Spekulatius in die Läden kam, musste ich unbedingt mir Lebkuchen, Spekulatius holen. Und Lebkuchen ist nach wie vor so eine Sache, schon ganz nett so. Also esse ich schon echt gern. Aber ich glaube, das hängt nicht unbedingt mit der Schwangerschaft zusammen. Wenn es jetzt nicht da wäre, wäre es auch nicht schlimm. Dann würde ich auf irgendwas anderes Süßes ausweichen. Von daher, wie gesagt, so richtig spezielle Gelüste habe ich nicht. Es ist alles eher so ein bisschen durcheinander.
kommen wir zu den Kindsbewegungen, Murmelbewegungen, wie auch immer man die Kategorie nennen mag. Und man sagt ja, in den letzten Drittel werden diese Kindsbewegungen weniger. Ich nehme das absolut überhaupt nicht so wahr. Wie gesagt, die Bewegungen sind den ganzen Tag eigentlich über da, also mal weniger, mal mehr. Ich merke sie nachts, ich merke sie tagsüber. Die Bewegungen sind natürlich recht stark, weil das Kind ist natürlich jetzt halt, hat eine gewisse Größe. Und zum Teil sind die Bewegungen auch schon recht unangenehm, aber ich würde nicht sagen schmerzhaft. Und was ich auch merke, ist, wenn unsere Kleine Schluck auf hat, das kommt auch alle paar Tage mal vor. Und ja, also nach wie vor sind die Kindsbewegungen da und ich genieße sie nach wie vor, finde es nach wie vor spannend zu sehen, wo sich welcher Körperteil befindet, was man ja jetzt zum Ende der Schwangerschaft wirklich sagen kann. Kommen wir zu den Neuzugängen im 9. Schwangerschaftsmonat. Was ist bei uns eingezogen? Das letzte große Teil, was wir brauchten, war der Maxi Cosi. Der ist eingezogen mit passender Isofix-Station fürs Auto. Wenn ihr gucken wollt, welchen wir genau uns ausgesucht haben, schaut mein vorheriges Video bei der Baby-Erstausstattung. Da zeige ich euch die ganzen Sachen. Mit dem Maxi Cosi sind noch Kleinigkeiten eingezogen, wie ein Stillkissen. Was habe ich denn noch geholt? Schwangerschaftsgehirn hier. Stillkissen, dann habe ich noch mein erstes Tagebuch geholt, das zeige ich euch gleich noch. Ein Kuscheltier ist eingezogen, also ihr erstes Kuscheltier quasi. Und ein paar Kleinigkeiten auch noch von Mami Kreisel. Zum einen zeige ich euch mal eben ihr erstes Kuscheltier und ich finde das so süß. Das hat echt eine ganz gute Größe. Ich fand das gut, dass das nicht so winzig ist. Das ist so ein Hase mit so einem weichen Kordstoff. Also wirklich sehr kuschelig, sehr angenehm anzufassen und hat hier im Poppes so, ja, so Körner drin, würde ich sagen, also zum Beschweren, sodass der auch sitzen kann. Und den habe ich über 1000 Kind bestellt. Wenn ich den Link finde, setze ich euch den auf jeden Fall in die Infobox. Dann noch das Tagebuch, was ich eben erwähnt habe. Das sieht so aus. Wollte ich auf jeden Fall haben, weil meine Eltern haben damals für meine Schwester mich auch solche Bücher angelegt und ich fand das später auch im Erwachsenenalter jetzt immer total spannend, da reinzugucken und zu lesen. Und deswegen war mir klar, dass ich sowas auch auf jeden Fall anlegen möchte. Ansonsten sind halt hier so Seiten drin, alles über meine Mami, alles über meinen Papi, wie sich Mami und Papi kennengelernt haben, Familienstammbuch, was steht hier noch drin? Dann für alles gibt es ein erstes Mal, sei es das Bad, Lächeln, Zahn. Also das geht wirklich von Baby bis Kleinkindalter. Und das fand ich wirklich eine nette Idee und ja, werden wir dann fleißig ausfüllen, hoffentlich. Und dann kommen wir noch eben zu den Sachen, die von Mami Kreisel eingezogen sind. Denn ich hatte bei meiner Bestandsaufnahme des Kleiderschrankes gemerkt, dass wir doch gar nicht so viel haben. Also 56 haben wir definitiv eigentlich genügend da, aber 62 sah so ein bisschen mau aus. Deswegen habe ich noch mal ein paar Sachen bei Mami Kreisel bestellt. Zum einen ist es dieser Body mit passender Hose geworden. Don't mess with my daddy. Ja, habe ich vor allem bestellt, weil mein Freund halt das echt gefeiert hat und da muss ja auch mal was dabei sein, was dem Papa richtig gut gefällt. Und wie gesagt, mit passender Hose fand ich echt ganz niedlich und bei Mami Kreisel die Preise, da kann man ja eigentlich echt nichts sagen. Dann ist noch eingezogen so ein kleines Tunika-Blüschen in weiß-grau kariert. Wie gesagt, auch von Mami Kreisel, ist jetzt alles von Mami Kreisel und alles in Größe 62. Ursprünglich von H&M, dieser Strickstrampler mit den Knöpfen und diesem Teddy-Gesicht hier vorne drauf in ja so Creme-Weiß ist noch eingezogen. Dann noch ein Strickpulli in weiß-beige gestreift. Das ist sogar schon Größe 68. Aber ich finde, so Pullis kann man ja auch schon früher anziehen, wenn die ein bisschen weiter sitzen und man die Ärmel krempelt, das macht ja dann nichts. Und dann ist letztendlich noch so eine kleine, dünne Jeanshose eingezogen mit einem weichen Bündchen. Und die Hose an sich ist auch richtig weich und dünn, also nicht so ein fester Stoff, schön weich. Ja. Ja, das sind die Sachen, die jetzt halt im 9. Schwangerschaftsmonat noch neu eingezogen sind.
Und somit sind wir auch wirklich durch mit allen Sachen. Also es wird jetzt nichts mehr gekauft. Falls dann noch was fehlen sollte, werden wir es dann sehen und dann kann man immer noch kaufen. Aber ich bin jetzt echt durch und habe auch irgendwie gar nicht mehr richtig Lust, jetzt noch irgendwas zu gucken. Ich will einfach nur noch fertig werden. Dann zum Thema Beschwerden gibt es eigentlich nach wie vor immer noch nichts. Also das Einzige, was ich vielleicht zu Beschwerden zählen würde, ist einfach diese ständige Müdigkeit, Erschöpfung. Man merkt, es geht dem Ende zu. Ja, ich würde gar nicht mal sagen, man ist träge, aber es fällt einem natürlich alles schwerer. Und wie gesagt, ich schlafe nachts gut, könnte aber tagsüber trotzdem noch zusätzlich irgendwie 3, 4 Stunden schlafen. Aber ich glaube, das müsste man nicht unbedingt zu Beschwerden zählen. Das gehört, finde ich, einfach irgendwie so zur Schwangerschaft dazu. Und ansonsten, wenn es hier mal zwickt und da mal zwickt, sei es, dass der Bauch spannt oder der Rücken ein bisschen wehtut, das zähle ich auch nicht zu Beschwerden, weil das sind so irgendwie Begleiterscheinungen, die dazugehören. Und ich bin wirklich froh, dass ich an allem anderen irgendwie so vorbeigerutscht bin. Dann im 9. Schwangerschaftsmonat standen noch ein paar Listen auf der Baby-To-Do-Liste. Zum einen natürlich die Anschaffung, also Maxi-Cosi etc. Das habe ich euch ja gerade erzählt, was wir da geholt haben. Dann ein wichtiger Punkt war die Vaterschaftsanerkennung und der Termin für das geteilte Sorgerecht, da wir ja nicht verheiratet sind. Und somit war klar, dass wir das vor der Geburt machen, hatten da auch schon Monate vor einen Termin gemacht und der war jetzt halt Anfang September. Von daher, ja, Vaterschaft ist anerkannt und wir haben das geteilte Sorgerecht, wenn die Kleine kommt. Und das fand ich auch gut, dass wir das jetzt halt vorher alles schon erledigen konnten. Somit ist ein Punkt weniger auf der Liste. Dann stand noch so ganz viel Papierkram auf der Liste. Wer mir auf Instagram folgt, hat es die Tage sicherlich gesehen. Ist jetzt vielleicht schon im 10. Monat, Anfang 10. Monat, aber ich zähle es jetzt nochmal zum 9. Das waren die ganzen Anträge wie Elterngeld, Kindergeld, ich weiß gar nicht, was da alles noch dabei waren. Also sämtliche Unterlagen. Also ich hatte so viele Anträge hier liegen und Zettel. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Und ich konnte mich halt auch selber nicht richtig festlegen, wie lange will ich Elternzeit haben, weil manche Fragen zum Elterngeld noch nicht geklärt waren. Und ja, somit war ich vor ein paar Tagen nochmal bei der Elterngeldstelle, konnte das klären. Und, ja, und jetzt ist wirklich soweit alles sortiert, dass wir dann, wenn die Kleine da ist, eigentlich bei den meisten Sachen nur noch das Geburtsdatum eintragen müssen und können die Sachen abschicken. Und da bin ich echt froh, dass ich das jetzt noch vor irgendwie sortiert habe, denn das war mir auch wichtig und jetzt bin ich doch deutlich entspannter. Was jetzt noch auf der To-Do-Liste steht, ist eigentlich die Kliniktasche endlich mal komplett fertig packen. Also sie ist zu 90% fertig gepackt, aber so ein paar Sachen fehlen halt noch. Das muss ich unbedingt jetzt die Woche machen. Und dann werden wir jetzt die Woche schon mal die Isofix-Station im Auto dann halt anbringen, damit wir das auch soweit alles startklar haben. Körpergefühl ist so ein bisschen, ja, wie so ein Wal. Ich fühle mich groß und schwer und unbeweglicher, aber ich bin kein Freund eigentlich des Meckerns und ich weiß ja, dass es in wenigen Wochen halt sich ändert. Also von daher nehme ich das in Kauf, das ist jetzt halt so und ja. Dann noch die Frage, ob es im 9. Schwangerschaftsmonat schon irgendwelche Geburtsanzeichen gab oder jetzt schon gibt. Ich würde sagen, nein. Also Übungswehen sind halt weiterhin da gewesen. Der Bauch wird öfter hart, es drückt und zieht irgendwie alles. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob bei mir schon irgendwelche Senkwehen wirklich aufgetreten sind. Also klar, wie gesagt, es zieht und drückt auch alles mal nach unten, aber es ist alles im Bereich des Unangenehmen und nicht Schmerzhaften. Es sind keine regelmäßigen Wehen da. Die CTG-Kontrollen die letzten Wochen waren auch super. Von daher würde ich sagen, nein. Ja, und das war's mit meinem Update, dem Update zum 9. Schwangerschaftsmonat. Wer hätte gedacht, dass die Zeit so schnell vergeht? Ich jedenfalls nicht. Aber ich bin ja dankbar dafür, dass ich bisher so eine recht entspannte Schwangerschaft habe und hatte und freue mich natürlich auf die Geburt und wenn die Kleine endlich da ist. Und bevor ich es vergesse, hier noch eben schnell mein Bauchupdate. Jetzt mit vollen 9 Monaten sozusagen einmal mein Bauch von der Seite. Ja, von vorn
Und von der anderen Seite, ich finde, da hat sich noch mal ein bisschen was getan, auch wenn das Maßband was anderes sagt. Aber ja, das ist mein Babybauch nach 9 Monaten Schwangerschaft. Und somit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!